Bei ihrer ersten Bekanntschaft mit der Avan zögern viele Hunde beim Aufstieg. Damit das nicht passiert, beginnt man das Training mit der Avan in vielen kleinen Schritten. Zunächst wird die Avan so aufgebaut, dass sie fast flach auf dem Boden liegt. Projekt bei der Avan ist, dass der Hund die Zone durchrennt. Das bedeutet, dass er den roten Bereich treffen muss. Und wir fangen erstmal klein an. Der Bogen dient natürlich als Unterstützung, dass der Hund nicht abspringt. Und wir schauen dann im Weiteren, inwiefern wir da irgendwelche Veränderungen treffen oder auch nicht. Zu Beginn lässt man den Hund von der Mitte der Avan loslaufen. Das heißt, er muss lediglich durch den Bogen laufen, um seine Bestätigung zu bekommen. Hat der Hund verstanden, was man von ihm will, können die Abstände vergrößert werden, okay, bis er die Wand komplett durchläuft. Auch hier kann die Bestätigung im Verlauf erst nach dem Lauf geworfen werden. Der Hund hat im Groben und Ganzen verstanden, was er jetzt machen soll. Das heißt, wir gehen jetzt her und heben die Wand Stück für Stück natürlich über eine Woche oder zwei Wochen langsam an, bis wir dann die volle Höhe erreicht haben und beobachten dabei dann die Schrittfolge. Anfangs geht es in erster Linie oft darum, dass der Hund den Respekt vor der Höhe verliert und willig über die A-Wand läuft. Deshalb wird die Höhe der A-Wand in kleinen Schritten vergrößert, bis sie schließlich ihre volle Höhe erreicht hat. Zwischendurch ist es allerdings immer wichtig, auf die richtige Schrittfolge des Vierbeiners zu achten, damit er auch die Kontaktzonen trifft. Als Hilfsmittel kann hierfür ein Rohr helfen, welches am höchsten Punkt der A-Wand befestigt wird. Das Rohr ist dafür da, dass der Hund bei der Kuppe mit etwas mehr Tempo über die Kuppe geht, das heißt die Kuppe überspringt. Das heißt, geplant ist ungefähr, dass der Hund das erste Mal ungefähr in dem Bereich aufsetzt und das zweite Mal dann in dem bis dem Bereich aufsetzt. Das heißt, man zieht die ganze Schrittlänge einfach ein bisschen nach unten und somit hofft man, dass der Hund natürlich dann besser die Zone trifft. Sowohl bei der A-Wand als auch bei allen anderen Zonen ist es wichtig, dass der Hund sichtbar für den Richter die Kontaktzonen trifft. Und das beim Auf- und auch beim Abgang. Bei der A-Wand wurde Jin darauf trainiert, das Gerät durchzulaufen. Das heißt, er berührt zwar die Kontaktzonen, bleibt allerdings nicht wie beim Two-on-Two-Off stehen, sondern läuft weiter. Das ist der Laufsteg. Der Laufsteg hat genauso wie die A-Wand einen Auf- und einen Abgang, die den Hund berühren muss. Bei dem Aufgang haben sehr viele Hunde Probleme, dass sie diesen überspringen. Bei Jin habe ich jetzt das Glück, dass der immer drin ist. Beim Abgang hat sie auch hier ein ganz normales Two-on-Two-Off, wie das eigentlich auch 95% aller anderen Hunde haben. Also sie hält am Abgang an, bekommt ihre Bestätigung und wird dann auf ein Auflösekommando aufgelöst in den weiteren Parcoursverlauf. Bei sämtlichen Zonen wird im Training mit den sogenannten Targets als Hilfsmittel gearbeitet. Sobald der Hund dieses berührt, wird er bestätigt. Im Turnier fallen diese Hilfen selbstverständlich weg. Sobald der Hund die Two-on-Two-Off-Position nicht selbstständig schafft, sollte mit diesen Hilfsmitteln gearbeitet werden, damit er die Sicherheit hat, alles richtig zu machen. Die Wippe hat gegenüber der A-Wand und dem Laufsteg eine Besonderheit. Und zwar kann man auch einen Fehler bekommen, wenn der Hund die Wippe verlässt, bevor diese den Boden berührt. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Aufgangszone und eine Abgangszone. Sollte der Hund die Wippe verlassen, bevor diese den Boden berührt, gilt das auch als Fehler. Das ist ähnlich wie beim Handball auch. Wichtig ist es, die verschiedenen Kontaktzonen unterschiedlich zu benennen. In unserem Fall ist das Kommando für die A-Wand Lauf, damit der Hund weiß, dass er durchlaufen soll. Beim Steg ist es das Kommando Tack, was in diesem Fall für das Target steht, und bei der Wippe bekommt der Hund zunächst das Kommando Wippe. Sobald er auf der Wippe ist, kommt wieder der Zuruf Tack, damit er ins Two-on-Two-Off geht. Im Training ist es üblich, den Hund bei den Kontaktzonen immer stehen zu lassen und auch anzufüttern. Natürlich würde ich hergehen, ein, zwei Mal die Zonen auch was früher auflösen, dass der Hund auf die Idee kommen könnte, er müsste ohne stehen zu bleiben direkt weiterzulaufen. Das korrigiert man dann und bestätigt den Hund, wenn er wieder brav stehen bleibt. Im Training ist das für die Hunde völlig normal und daher machen auch fast alle Hunde im Training gute Kontaktzonen. Im Turnier sieht das allerdings leider bei sehr vielen ganz anders aus. Die Hunde fangen in den Turnieren, weil sie die Aufregung merken, an zu testen und kommen einfach mit dem Verhalten durch, dass sie einfach weiterrennen. Die meisten Hundeführer gehen dann her und laufen einfach weiter, weil es ja noch kein Fehler passiert, sofern der Hund die Zone getroffen hat. Die Hunde lernen aber dadurch leider, dass wenn ich abspringe, der Hundeführer schon weiterrennen wird. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Daher mein Tipp für die ersten Turniere, dass die Hunde auf den Zonen immer stehen bleiben müssen und tun sie dies nicht, dass ich korrigiere. So habe ich dann für die, auf die Dauer lange gute Zonen. Es empfiehlt sich also bei den ersten Turnieren, den Hund konsequent an den Zonen stehen zu lassen. Super.